Chile ist da. So, im Bachwitzchen. Wie bekommt man eine Kerzlinie zwischen zwei parallel verlaufenden Wänden? Ja, Tina, erklär uns das mal. Man nimmt mal einen Netzspann und ein Taschenmesser. In diesem Baumarkt ist das zu finden. Oder eine Teppichdomäne, gibt es das günstig? In Koten oder Mythen Kerlich. Tine, Moment, wir haben noch eine Frage. Dekorierst du auch heute schön? Dekorieren? Ist meine Leidenschaft. Mit Steinen und Mädchen. Und Ikea-Schrott. Die ganze Wohnung ist wieder aus Ikea-Schrott und Mädchen mit Steinchen. Kannst du bitte anfangen? So, jetzt schneide ich eine kleine Linie. Okay, Tine. In einem Artikel. Dann. Nehme diese zwei besagten Dinge und eine Leiter. Und eine mich nicht so hoch bin, um an die Decke zu kommen. Heute ist so. Jetzt geht mal los. Okay, Tine, es geht los. Dann nehme eine Leiter. Das rechte Bein setzt sich an. Ja. Jetzt nicht so einen festen Bauch, den Brustfest wie ich. Dann ging das alles viel einfach. Halte ich an, nimmt an der Leiter vorbei. Deswegen muss ich schon da hoch. Ist das schwerer, aber ich bin bis dran hoch. So. Tine, warum hat... So, man nimmt hier einen Fleischspann. Dann haben wir eine gerade Linie. Gerade Linie. Man nimmt auch das Taschenmesser und macht ihn auf. So, jetzt fällt sich an. Zack. Genau an der Kante. Und? Mit dem Kratzermesser. Schneide ich jetzt eine gerade Linie an dem Zahnfleischspann. Mach endlich. Tine, sonst müssen wir so viel rausschneiden. Renovieren macht Spaß. Ich muss kurz auf Werbung schalten. Wir machen Werbung. Jessica, was verkaufst du uns denn? Nicht. 0190 und 6 mal die 6. Ruf an. Werbung Ende. Ich kann das doch jetzt mal einfach nicht verwenden. Ich habe schon geschrieben, ich schneide eine Beine. Tine, deine Bauch weg und der Hose guckt drauf. Oh, Entschuldigung. Das stelle ich bei YouTube rein. Ja. Oh. Schau dir mal an. Gerade Linie. Ja. Tine, deine Unterhose. Scheiße. Das stehst du von der Leiter. Dann vorne, ich dachte, umzuziehen. Okay. So, Tine, Ende.